Eine Woche Frühling feiern mit den Sami in Nordnorwegen. Ich bin sehr zufrieden. Guck dir das Wetter an, guck dir die jungen Rennfahrer an und die besten Rentiere, die wir haben in Sápmi. Das ist wirklich ein sehr guter Tag. Alte Traditionen, Frühlingsfestival und große Show. It's amazing. Es ist großartig hier. Wir haben so viel Spaß. Alle sind so freundlich und genießen das. Kautokeino in der norwegischen Finnmark, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. Die Schnabelschuhe inklusive Futter aus Gras, die Bänder und Verzierungen. Mindestens eine Stunde dauert das Anlegen der traditionellen samischen Kleidung. Ohne Hilfe würde Anders Eivind das niemals schaffen. Die Hosen und Schuhe sind mein erstes richtiges Festoutfit. Meine Großmutter hat es für mich gemacht und ich bin ihr sehr dankbar. Einfach so, als Geschenk. Das ist sehr teuer. Und ich bin auch meiner Schwester dankbar, dass sie mir den Gakti genäht hat. Ein wichtiger Tag im Leben von Anders Eivind. Die ganze Familie wird sich heute treffen, um mit dem 15-jährigen Konfirmation zu feiern. Nach samischer Tradition übernimmt Mutter Marit Inger das Anlegen der aufwendigen Kleidung. Ich versuche es besonders schön zu machen, weil heute bei der Konfirmation alle darauf achten werden. Ich mache das nicht so oft. Das letzte Mal war bei der Konfirmation meines älteren Sohnes. Es ist nicht so leicht, den Stoff gleichmäßig zu schnüren. Später muss Mutter Marit noch den älteren Bruder Ole einkleiden. Auch Ole trägt Schnabelschuhe und Galsuat, die typischen Hosen der Sami, die normalerweise aus Rentierfell sind. So you see this. Siehst du das? Try to feel it. Fass das mal an. Fühlt sich das etwa an wie Rentier? What does it feel like? Does it feel like reindeer to you? No. Nein, ist es auch nicht. Das ist Seehundfell. Das ist billiger und es ist leichter zu pflegen. Rentierfell muss man nämlich kalt lagern und aufpassen, dass die Mäuse nicht drankommen. Das ist schon ein wenig schwieriger alles. Ihre Kleidung tragen die Sami seit vielen Jahrhunderten, heutzutage vor allem zu großen Familienfeiern. Die Konfirmation ein wichtiger Schritt für einen jungen Sami. Das ist im Grunde der Tag, an dem ich zum vollwertigen Menschen werde, zu den Erwachsenen gehöre. Die Sami sagen, wenn du konfirmiert wirst, dann bist du ein Erwachsener, auch wenn du erst 15 bist. Mein älterer Bruder wird mir das Bier nicht mehr aus der Hand nehmen, wenn ich mir eins geholt habe. Er wird nicht mehr so streng sein mit mir. Die älteren Geschwister bestimmen dann einfach nicht mehr über mich, weil ich dann erwachsen bin und kein Kind mehr. Nach knapp einer Stunde dann das wichtigste samische Kleidungsstück, der Gakti. Bevor ich meinen eigenen Gakti hatte, habe ich für Hochzeiten und so bisher den Gakti meines Bruders getragen. Der war ihm selbst zu klein. Dieser Gakti ist neu, genäht von seiner Schwester. In jeder Familie wird selbst genäht. Das hat Tradition und spart Geld. Der Gakti samt Silberschmuck kostet um die 2000 Euro. Ein Dutzend samische Familien feiern an diesem Tag Konfirmation in Kautokeino. Eine Stunde noch bis zum Gottesdienst. Die Kirche wird voll werden.
Ich bin schon nervös. Hoffentlich mache ich nichts falsch in der Kirche. That's all. Einige Kilometer von Kautokeino entfernt in der Tundra wird eine andere, sehr samische Tradition erhalten. Rentierrennen. An diesem Tag treten die besten Fahrer und Fahrerinnen aus der Finnmark gegeneinander an. Die lokalen Rentierhirten checken die Konkurrenz und die Startzeiten. Auch Mikkel Mattis Hetter ist Rentierhirte. Er ist mit 6 seiner besten Tiere angereist. Nur wenige sind schnell genug und für die Rennen geeignet. Ich sehe mir die Rentiere immer ganz genau an. Und der hier ist sehr langgestreckt. Vorder- und Hinterbeine haben eine gute Entfernung. Schön groß eben. Das ist wichtig für mich. Und wenn ich bei meiner Rentierherde bin und bemerke, dass eins besonders schnell ist, dann sehe ich das natürlich sofort. Der hier heißt Stern, wegen der Farbe. Er ist ja beinahe weiß. Stern ist 4 Jahre alt und er ist sehr schnell. Die Rennfahrer und Fahrerinnen sind Leichtgewichte, wie Jockeys, meistens Jugendliche aus der eigenen Familie. Mikke Mattis Tochter Birit ist 15 Jahre alt und fährt Rennen, seit sie 10 ist. Ich weiß nicht, ob ich gleich gewinne. Mal sehen. Ja. Meter ist der Rundkurs. Die Rennen sind schnell, um die 50 Kilometer pro Stunde. Stürzen sollte man da besser nicht. Zweiter Platz für Birit. Insgesamt 6 Rennen werden heute gefahren. Und Mikkel Mattis hat noch einen Trumpf im Ärmel. Sein schnellstes Rentier Stern. Das wird in einem der letzten Rennen laufen. Während Mikkel Mattis sich auf das Rennfinale vorbereitet, läuft im Zentrum von Kautokeino der Aufbau für den Höhepunkt der Frühlingsfestwoche. Die Mehrzweckhalle soll in 4 Tagen zum Fernsehstudio werden. Und Platz für 800 Zuschauer bieten für den Sami Grand Prix am Wochenende. Wir liegen gut im Plan. Es gibt noch viele Details zu klären, aber das ist gut. Wenn es nur noch Kleinigkeiten zu klären gibt, dann läuft es gut. In ein paar Tagen fangen wir dann an, hier zu proben, um uns für die große Show am Sonnabend vorzubereiten. Ole Johann Gaub organisiert den Sami Grand Prix, koordiniert die Arbeiten der rund 70 Mitarbeitenden. Es ist sehr wichtig für uns, so etwas wie den Sami Grand Prix hier in der Tundra im Sami-Land zu produzieren. Hier sind wir im Herzen der Sami-Kultur. Und das ist für alle inspirierend, für uns und für alle Besucher. Hier kann man die Künstler aus den unterschiedlichsten Landesteilen live erleben. Das norwegische Fernsehen will den Sami Grand Prix live übertragen. Ein Musikwettbewerb ähnlich wie der Eurovision Song Contest. Allerdings, alle Songs sind in samischer Sprache und es gibt 2 Kategorien, Song und den Sprechgesang, den Joik. Den Joik gibt es schon einige tausend Jahre. In Europa wohl der älteste Gesang, der auch heute noch gesungen wird. Und wir feiern das hier beim Sami Grand Prix. Für uns ist es großartig, das hier dabei zu haben. Kautokeino gilt als kulturelles Zentrum der Sami in Nordnorwegen. Viele Samen sind aber auch außerhalb der kleinen Stadt zu Hause. Knapp 20 Kilometer entfernt von Kautokeino lebt einer von denen, die es bis ins Finale des Grand Prix geschafft haben, Anders Isak Oskal. Er ist Rentierhirte, Fischer und Joiker. Mit 63 Jahren einer der ältesten Teilnehmer beim Sami Grand Prix. Musik
Es ist sehr schön für mich, hier mit meinen Enkeln beim Eisfischen. Es gibt auch Joiks für genau diesen Ort. Und hier kann ich Kraft und Motivation sammeln für meinen Gesang. Der Joik wird in samischen Familien von Generation zu Generation weitergegeben und aus dem Gedächtnis gesungen. Viele Samen merken sich über die Jahrzehnte Hunderte von Joiks. Ein Joik kommt manchmal beinahe wie von alleine zu mir. Den Joik für den Grand Prix habe ich für meine Patentochter geschrieben. Es ist für mich eine besondere Ehre, diesen Joik beim Grand Prix zu singen. Statt Eisfischen mit Enkeln heißt es in 3 Tagen Fernsehkameras und große Bühne bei der Generalprobe für den Sami Grand Prix. Dann wird sich zeigen, ob Anders Isak genug Kraft und Inspiration in der Tundra gesammelt hat. Die Prozession der Konfirmanden erinnert ein wenig an katholische Feiern. Die Gemeinde in Kautokeino in Nordnorwegen ist aber evangelisch. Als letzter Konfirmand in der Reihe Anders Eivind. Dass wir bei seiner Konfirmation dabei sein können, eine absolute Ausnahme. Normalerweise bleiben samische Familien unter sich. Nur mit viel Geduld und einheimischen Kontakten sind diese Einblicke möglich geworden. Der Gottesdienst zweisprachig, norwegisch und samisch. So eure Tanken und Bönder skal følge konfirmanten. Anders Eivind. Ursprünglich sind die Sami Rentierhirten und Halbnomaden gewesen, sind monatelang durch die Tundra gezogen. Geblieben ist die Tradition, sich am Frühlingsanfang einmal im Jahr zu treffen. Zu einer Festwoche mit Rentierrennen, Konzerten und Familienfeiern wie Hochzeiten und Konfirmationen, wie die von Anders Eivind. Ich hatte gedacht, dass es stressiger würde. Aber es ist doch besser gelaufen als erwartet. Am Ende trifft sich die Familie noch außerhalb von Kautokeino zum gemeinsamen Feiern und Essen. Gelegenheit für Anders Eivinds erste Rede als Erwachsener. Und er sorgt gleich für einen Lacher, als er die Reihenfolge fürs Buffet festlegt. Zuerst die Ältesten, dann die linke Reihe, irgendwann danach alle anderen. Ab heute gilt Anders Eivind nach samischem Verständnis als erwachsen und wird von allen anderen auch als nahezu gleichberechtigt behandelt. Rentierrennen werden in Kautokeino ernst genommen und es wird um hohe Summen gefahren. Wie hoch, das bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Die Gelder stammen unter anderem aus Kulturfonds, erzählt Aslak Soki, der die Rennen organisiert und leitet. Diese moderne Art der Rentierrennen ist sehr wichtig für den Sami-Sport. Wir müssen unsere kulturelle Identität bewahren, unsere Sprache. Wir sprechen ausschließlich Samisch, wenn wir über Rentiere sprechen. Und so können auch die jungen Kids unsere Kultur verstehen. Das, was wir hier machen, ist sehr wichtig für die Sami. 6 Rennen werden an diesem Tag gefahren. Die Jockeys, die Fahrer auf Skiern hinter den Rentieren, sind Jugendliche aus den Rentierhirtenfamilien. Die Fahrer müssen leicht sein, die Rentiere vor allem schnell und gut lenkbar.
Das ist alles neu für Stern. Es ist heute sein erstes Rennen. Nach den ersten Runden liegen wir auf dem zweiten Platz. Aber ich glaube, er wird sicher heute auch noch siegen können. Rentierhirte Mikkel Matthies entscheidet sich, mit seinem schnellsten Rentier Stern gleich im folgenden Rennen zu starten. Mit einem ersten Platz wäre vielleicht noch der Gesamtsieg drin. Wichtig ist, dass seine Tochter Birgit einen sehr guten Start erwischt. Sieht gerade nicht nach einem Sieg aus. Der Start war nicht so gut. Aber jetzt kommen sie ran. Zwei Konkurrenten müssen überholt werden. Der erste ist geschafft. Und auf der Zielgeraden der 1000 Meter Strecke zieht Stern noch einmal richtig an. Ja, jetzt noch näher. Komm, na los. Geschafft. Sieg auf den letzten Metern für Birrit und Rentier Stern. That was nice. Hat echt Spaß gemacht, das Rennen. Macht immer Spaß, wenn ich gewinne. Win. Im finalen Rennen erwischt Birrit wieder einen langsamen Start, liegt hinten. Die Aufholjagd beginnt. Dieses Mal reicht es nicht ganz zum Sieg. Platz 2 im letzten Rennen und im Gesamtklassement. Das war ein sehr guter Tag heute. Ich bin wirklich glücklich. Alle Rennfahrer sind gut durchgekommen. Keine Verletzungen, auch nicht bei den Rentieren. Ist gut gelaufen. Ich denke, sie könnte noch eine große Rennkarriere machen. Sie ist noch so jung, aber schon so gut in den Rennen. Ich bin sehr stolz auf meine Tochter. Am nächsten Morgen im Camp von Rennleiter Aslak Soki. Training für das historische Rentierrennen am Wochenende. Statt Ski wird hier mit Holzschlitten gefahren. Aslak Soki trainiert vor dem Rennen noch intensiv mit Inga, einer jungen Nachwuchsrennfahrerin, die im traditionellen Schlittenrennen noch wenig Erfahrung hat. Für jede Runde Training werden frische Rentiere ausgesucht. Inga hat sich dieses Rentier ausgesucht, weil es jung ist. Und die Farbe spielt auch eine Rolle. Die Tiere, die so aussehen wie das, sind oft schnell. Und das Geweih hat nicht so viele abzweigende Enden. Auch das ist für uns ein sicheres Zeichen, dass es sehr starke und schnelle Tiere sind. Wir müssen uns erst mal kennenlernen in den nächsten Tagen.
Okay, Inga, du startest vor mir und dann sehen wir mal. Bist du bereit? Okay, are you ready? Ja. Das kann man. Aslaks Rentier war schneller. Inga ist sehr gut gefahren, aber ich habe ein bisschen betrogen. Ich habe Ingas Schlitten festgehalten, um mein Rentier nach vorne zu ziehen. Für so etwas wird man normalerweise disqualifiziert. Nächste Trainingsrunde. Dieses Mal wird nicht gemogelt. Rentierrennen sind keine alte Sami-Tradition. Erst seit den 1950er Jahren werden Schlittenrennen gefahren. Einzige Regeln: das rechte Knie auf dem Schlitten, mit der linken Hand treiben, festhalten mit der rechten Hand. Aslak Soki wohnt nicht in seinem Camp. Hier trainiert er mit seinen Rentieren. An anderen Tagen erklärt er Besuchergruppen das althergebrachte Leben der Sami. Dazu gehört immer auch das Lavu, das Zelt der Samen. In früheren Zeiten haben Rentierhirten mit ihren Familien das ganze Jahr im Lavu gewohnt. Wenn du von früher sprichst, ich habe noch in einem Lavu gelebt in den 1980er Jahren. Wir sind damals mit dem Zelt immer bei der Rentierherde gewesen. Es war immer verraucht und wir mussten entscheiden, halte ich den Rauch aus und habe es warm oder friere ich. Also war es zwar warm, aber immer verraucht, wie hier. Aber man gewöhnt sich daran. Das hier ist ein größeres Zelt, ein größeres Lavu als früher. Da haben wir mit 10 Personen auf engstem Raum ums Feuer gesessen. Man musste auf den Knien sitzen, weil kein Platz war. Und ich war der Jüngste und musste schnell lernen, mich nicht zu breit zu machen und meine älteren Geschwister nicht zu treten. Da habe ich schnell gelernt, so zu sitzen. Bis zum Rennen werden Aslak und Inga noch einige Trainingsrunden drehen, denn die neu ausgewählten Rentiere müssen sich noch an die schweren Schlitten und den Rennablauf gewöhnen. Kautokeino liegt etwa 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. Jedes Jahr vor der Schneeschmelze feiern die Samen den Auftakt zum Frühling mit einem eigenen Festival, eine Woche lang. Mit dem großen Finale, dem Sami Grand Prix. Vorher Konfirmationen, Konzerte, Wettbewerbe, Rentierrennen und Eisfischen. Tom Even Andreassen ist in Kautokeino aufgewachsen. Seine Tochter Enya kann noch nicht richtig laufen, aber schon Eisfischen. Wir waren diese Woche schon mal fischen. Da hat meine Tochter ihren ersten Fisch gefangen. So groß etwa. Das war toll. Das Eisfischen an diesem Tag kann sich lohnen. Hauptgewinn: ein Schneemobil. Es ist beides wichtig. Zu gewinnen, aber auch einfach dabei zu sein und die Sonne zu genießen. Vermutlich wird die zweijährige Enya wohl kein Schneemobil gewinnen. Und irgendwie wirkt das Wettfischen an diesem sonnigen Morgen auch mehr wie ein Familienfest und weniger wie ein harter Wettbewerb. Ein paar hundert Meter weiter beim Lassowerfen sieht das anders aus. Hier zählt nur der Sieg. Ja. Auch Rentierhirte Mikkel Mattis ist dabei. Er gilt als einer der besten Werfer.
Das Lasso werfen muss man im Blut haben. Mein Vater war ein sehr guter Lassowerfer. Und ich habe das von meinem Vater geerbt. Normalerweise werden die Lassos genutzt, um Rentiere einzufangen. Aber auch ein simuliertes Rentier mit dem Lasso zu treffen, ist nicht ganz einfach. Ich habe gute Chancen. Ich will den Wettkampf gewinnen. Allerdings sind Mikkel Mattis direkte Konkurrenten teilweise sehr gut in Form. Mikkel Mattis hätte Marko Ranta. Um eine Runde weiterzukommen, muss er zwei Treffer landen. Der erste Wurf sitzt, die Mitte getroffen, höchste Punktzahl. Zweiter Wurf. Daneben, ausgeschieden. Für Mikkel Mattis ist der Lasso-Wettbewerb für dieses Jahr vorbei. Der Sami-Festivaltag klingt aus mit einem Konzert im Lavu. Ein angesagter samischer Musiker spielt. Emil Karlsson. Moderner Pop kombiniert mit Loops, Joik und samischen Texten. Ein Tag noch, dann ist Sami Grand Prix. Die Show soll am Wochenende landesweit im Fernsehen übertragen werden. In der Mehrzweckhalle in Kautokeino ist heute die Generalprobe für die Live-Sendung. Marit Eile tritt beim Grand Prix in der Kategorie Song an. Die 18-Jährige ist die jüngste Teilnehmerin. The choreography and the lights. Wir probieren heute die Choreografie, das Licht, deshalb das Outfit, um zu checken, ob das mit dem Licht gut funktioniert. Und ich muss daran denken, zu lächeln. Sowas alles. Damit es für die Kamera gut aussieht in der Live-Sendung. Es ist zwar nur eine Probe, aber ich bin doch ziemlich aufgeregt. Auf dem Weg zur Bühne kurze Begrüßung mit Mika Helander, der später beim Grand Prix Marit Eiles härtester Konkurrent werden wird. Davon ahnt sie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nichts. Der Haupttacker. Ja. Ja. Marit Eile, Akis Halder. Eine Stunde ist für die Probe angesetzt. Ein gutes halbes Dutzend Mal kann sie ihren Song singen, um Kamera, Licht und Ton einzurichten. Anders als beim Eurovision Song Contest treten beim Sami Grand Prix Künstler in zwei unterschiedlichen Kategorien auf. Song und Joik, der traditionelle Sprechgesang. Marit Eile ist mit einem Popsong im Wettbewerb. Egal ob Joik oder Song, alle Künstler müssen samisch singen. Thank you.
Marit Eile hat ihren Song selbst geschrieben. Es geht darum, wie die eigene innere Stärke einem hilft, Schwierigkeiten zu überwinden, einem Kraft fürs Weitermachen gibt. Bei dieser letzten Probe vor dem Grand Prix scheint der Text im Song irgendwie auch zu ihrer eigenen Situation zu passen. Ich fühle mich ein bisschen krank und habe das in meiner Stimme gehört. Es macht mich nervös, weil ich nicht weiß, ob es besser oder schlimmer wird. Vitamine nehmen, gesund essen, viel Tee trinken, so viel kann man da nicht machen. Ich versuche mal alles, was möglich ist. Auch für Joike Anders Isak Oskar wird es ernst. Normalerweise probt er seine Joiks draußen in der Tundra. Nun die Generalprobe zwischen Fernsehkameras. Hallo. Oskar Bartan, der Antis, Joika Sara Maya. Hallo, Joika Stani, Echan es nicht agile noci. Ja, ja, no, Fauro, Ella, Lolo, Lamella. Mein Misoma. Ich habe mir schon gedacht, dass ich Lampenfieber bekomme, bevor ich anfange zu joiken. Aber wenn ich dann singe, ist das sofort vergessen. Immer noch nervös und das, obwohl Anders Isak seit 2011 schon viermal dabei gewesen ist beim Sami Grand Prix. In diesem Jahr wird er als Favorit in der Kategorie Joik gehandelt. Das höre ich das erste Mal, dass ich als möglicher Sieger gehandelt werde. Das hängt ja von den Menschen in den Sami-Regionen ab, wie die abstimmen werden. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Ob Anders Isak seine Chance nutzen kann und tatsächlich Sieger im Joik geworden ist, wird sich dann am folgenden Abend beim Sami Grand Prix zeigen. Tauwetter in Kautokeino in der Finnmark nördlich des Polarkreises. Der Frühling kündigt sich an. Das Eis auf dem Fluss Kautokeino-Elva ist noch dick und trägt Mensch und Tier. Der Schnee auf dem Eis ist allerdings schon angetaut. Keine idealen Bedingungen für das traditionelle Rentierrennen, das von Aslak Soki organisiert wird, der auch später selber fahren will. Wir sind ein bisschen hinter dem Zeitplan, aber das ist fast immer so. Das macht mir keine Sorgen. Jetzt muss ich noch die Strecke checken. Wir haben die Bahn viele Stunden präpariert. Jetzt sieht sie aber super aus. Gerade gewöhnen wir die Rentiere an die Strecke, damit sie nachher wissen, wo sie langlaufen sollen. Wir alle freuen uns auf das Rennen. Später wird sich noch zeigen, ob die Rentiere tatsächlich auf der Rennstrecke bleiben oder die Markierungen ignorieren. Das Rennen ist neben dem Sami Grand Prix einer der Höhepunkte des Frühlingsfestes in Kautokeino und zieht auch Touristen in den kleinen Ort in der norwegischen Tundra. Wenn ich ein gutes Rentier bekomme, dann ist ein Sieg drin. Ich werde mein Bestes geben. Do my best. Dazu gehört für Inga auch, das halbwilde Rentier vor den Schlitten zu spannen. Nicht ganz ungefährlich. Zwar geht es bei diesem Rennen weniger ums Gewinnen, sondern eher darum zu zeigen, wie früher Rennen gefahren worden sind, aber der Ehrgeiz zu siegen ist dann doch immer mit im Spiel. Zumindest bei Inga, die die ganze Woche für den Sieg trainiert hat. So, da sind wir. Klar, fertig, go! Start, Nika Gore, Inge Brunt, hast du schon lang? Schöpfe mal! Inga Karmann, hey, Mann!
Inga schafft es ins Ziel, die zweite Fahrerin ist allerdings irgendwo auf der Strecke geblieben. Zwischen den Rentierrennen ein kleiner Geschicklichkeitswettbewerb. Sami und Besucher messen sich mit dem Lasso in Treffsicherheit und Wurftechnik. Auch hier ist Gewinnen eher Nebensache. Ein Stück samische Kultur soll für die Touristen nacherlebbar werden. Sonderkaster, Sonderkaster, Ankaster und Handtreffer, Sonderkaster. Das ist ein großer Mehl, das ist ein Finale. Die Strecke für die Rentierrennen ist zwar abgesteckt, aber nicht eingezäunt. Um die Rentiere auf der Strecke zu halten, ist das ganze Können der Fahrer gefragt. Der Legende nach gibt es das Frühlingsfest und die Rentierrennen erst seit 1954. Angeblich hat damals ein belgischer Graf die Sami in Kautokeino gefragt, ob es möglich wäre, Rentierrennen zu filmen. Und die Rentierhirten haben daraufhin die ersten Rennen organisiert. Das heutige jährliche Rennen erinnert an diese Anfänge. Macht echt Spaß hier. Die Rentiere sind sehr stark, schwer die zu lenken. Toll, das zu beobachten. Wir haben erwartet, dass nicht alle Rentiere dem Kurs folgen. Das wussten wir von Anfang an. Aber ich bin sehr zufrieden. Die Rentiere sehen zufrieden aus. Das Publikum hat seinen Spaß. Und ich habe einen guten Tag. Und die Fahrer auch. Am Ende fährt auch Aslak Soki sein Rennen und setzt damit die Tradition der Sami fort, die mit einem belgischen Graf begonnen hat und heute fester Bestandteil der samischen Kultur ist. Eine Stunde noch, dann beginnt der Sami Grand Prix 2023. Joika Anders Isak Oskar ist schon im Saal. Backstage wartet die jüngste Teilnehmerin Marit Eile auf ihren Auftritt. Die Mehrzweckhalle in Kautokeino ist ausverkauft. 800 Sami werden in wenigen Minuten den Höhepunkt der Festwoche in der Finnmark feiern. Das norwegische Fernsehen überträgt landesweit live. Die Songauswahl könnte so ähnlich auch beim Eurovision Song Contest laufen. Rap, Dance, Popnummern. Mit einem entscheidenden Unterschied. Alle Künstler sind Sami und alle singen samisch. Der Grand Prix gilt bei den Sami als wichtige Veranstaltung. Sprache und Kultur der ethnischen Minderheit finden hier eine zeitgemäße Bühne und moderne Präsentation. Der erste Sami Grand Prix in Kautokeino ist 1990 veranstaltet worden. Seitdem wird jedes Jahr im Frühling gefeiert. Der Auftritt von Mika und Andreas. Die Ballade ein Liebeslied, Ale Gwede Moi, was so viel heißt wie Verlass mich nicht.
Wenn man die Stimmung im Saal richtig deutet, gehören sie mit diesem Auftritt klar zu den Favoriten. Beim samischen Grand Prix wird in zwei Kategorien gestartet, Song und Joik. Anders Isak ist einer der ältesten Teilnehmer und populär bei den Sami. Für ihn ist es der 5. Sami Grand Prix. Gesiegt hat er bisher nie. Vielleicht klappt es dieses Mal. Sein Joik ist seiner Patentochter gewidmet, die heute Abend im Publikum mit dabei ist. Es wäre schon toll zu gewinnen. Es ist ja ein Wettbewerb, aber es macht auch Spaß, einfach dabei zu sein mit meinem Joik für meine Patentochter. In der Kategorie Joik müssen die Künstler schnell überzeugen. Nur wenige Joiks sind länger als 2 Minuten und das ohne Playback und große Bühnenshow. Das Publikum entscheidet online und per SMS. Für Anders Isak ist im 5. Anlauf Platz 1 greifbar nah. Er wird Zweiter. Du stehst gleich mit deinem Song auf der Bühne. Wie glaubst du, wird das? Es wird ein großer Spaß und auch ein wenig beängstigend, aber vor allem schön. Marit Eile kann den Sieg in der Kategorie Song noch schaffen, wenn sie das Publikum jetzt mit ihrem Song überzeugt. Bei den Proben hat sie sich noch halb krank gefühlt. Davon ist auf der Bühne nun nichts mehr zu spüren. Marit Eile liegt beinahe gleich auf mit Mika und Andreas. Vielleicht reicht es zum Sieg in der Kategorie Song. Das Duo Mika und Andreas siegt mit knappem Vorsprung. 2. Platz für Marit Eile. Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe mich gefreut, überhaupt dabei zu sein. Das ist schon eine großartige Erfahrung, hier mitzumachen. Und die Gewinner, Andreas und, wie heißt er noch? Mika, sind auch wirklich gut. Ich gönne ihnen den Sieg. Ende einer Frühlingswoche in der norwegischen Finnmark. Mit Konfirmationen, Rentierrennen, Grand Prix und den Sami, die sich und ihre Kultur feiern.